Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hof Bergmann. Natürlich wieder mit dabei der Selle und der Basti. Hallo. Hallo. So, so bin wieder da. Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen um meine Nachbarn. Oh komm, oh, was ist los? Was passiert? Lol, ohne mehr Watscher. Ja, also wie gesagt, ne, schnittische 28 plus, ne, ist das Alter. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ne? So. So. Jetzt gehen wir erstmal 81% Mist ausladen. Dann denke ich mal. Die Blumenbauer schätzt sich mal auf 40. Alter, sehe ich so verbraucht aus und alt oder was? Was ist los mit euch? Selle, von dir brauchen wir jetzt keinen Kommentar. Ja? Hallo, ich werde immer jünger geschätzt. Ich sehe auch mal mit 40 noch aus wie 30. Hallo, besser geht's doch gar nicht. Du siehst halt aus wie ein Milchbube. Ja, naja, was denkst du, wie ich aussehe, wenn ich 40 bin? Ja, immer noch wie ein Milchbubi. Ja, das ist doch geil. Weißt du? Du bist, pass auf, Selle. Du weißt ja, wie ich das meine, ne? Ja. Du bist ein Lauch. Ja. Du beißt weiß da mal aus dem Faden ab. Drauf. Ja, das ist halt einfach nur. Müsst ihr euch vorstellen, ja? Ein Strohhalm im Wind. Selle. Da gibt's nicht mehr dazu, Strohhalm. Ja, da bin ich stolz drauf. Ja, so. Und, ja, dann guckt euch, dann, na, ich weiß nicht. Was kann man da als Vergleich nehmen? Weiß es nicht. Kann man da als Vergleich nehmen? Das ist so eine Sache. Ja, Milchbubi ist halt Milchbubi. Brauchen wir nicht dazu sagen. Oh, lass mal so stehen. Lass mal so stehen. So, Gizmo, was los? Was traue ich mich nicht? Warte. Nils ist schon. Was? Du brauchst dich nicht dein richtiges Alter zu sagen, wahrscheinlich, so meint er das. Also, Eiche im Sturm. Also, ich sag mal so, ne? Ihr seht ja, was geschrieben steht. Und wenn man jetzt ganz einfach mal über fünf Ecken denkt, ja, dann kommt man eigentlich ruckzuck auf mein Alter. Ja. Was? Ja. Das ist halt wieder, ne, um die Ecke denken. Ne? Das ist wieder so ein Ding. Also ich würde dich auf 32 schätzen. Hast du etwa das aktualisiert? Ach, das schwillt ja die Brust ein bisschen. Ah. So, Nils Gaming, 34. Ah. Meine Nachbarin ist nicht mehr die Jüngste, ganz Haus dunkel, außer in dem Flur. Und das schon seit mindestens 1850. Oh, okay. Würde ich mal nachschauen gehen. So. Ja, vielleicht mal gucken, was mit der Nachbarin ist. Erstmal zwei Tage warten. So. Blöd. Wenn du kannst. Zwischen 36 und 38. Schaut in den Infotext unter dem Stream und überlegt, wie lange Excel auf Twitch ist. So alt ist auch der Text. Bist du dir sicher, Demendok? Meinst du nicht, dass ich da bei dem Text auch schon geflunkert habe? Wahnsinn. Ohne Worte. Ja, manchmal ist es ohne Worte, ja. Manchmal ist es ohne Worte. Plus minus ein Jahr. Mehr sage ich dazu nicht. Wie ihr das Plus minus setzt, das überlasse ich euch. Manch einer macht vielleicht mehr Plus als Minus. Ist vielleicht auch richtig. Vielleicht ist es aber auch richtig, mehr Minus als Plus zu setzen. Ich weiß es nicht. Es ist manchmal so verzwickt. So, das ist manchmal so ein Ding. Jetzt laden wir noch ein bisschen Mist. Oder nee, warte, Basti. Abfahren bei dir? Ja, kannst du schon. Okay, warte. Dass wir das nicht vergessen. So. Wir nehmen aber dann lass mich nur noch kurz voll machen, Art. Ja, auf jeden Fall. So. 70%. Warte, ich komme zu dir geeiert. Nee, 35. 35. Ah, ich nehme den Wurm. Ostegris, Ü40. Alter, das ist ja jetzt frech, oder? Alter, das ist ja jetzt frech. Dieser Noah, moin, man. Grüße. Im Glück hat man das Thema, hätte ich schon mal. Unglaublich. Ja, ihr habt ja gesagt, warte mal, du hast, warte, ich fahr runter. Kommst du noch bis runter, oder? Ja. Ja, okay, ja. Perfekt. Ach, schön. Lass mal das alte Thema. Nimm mal ein anderes Thema. So.
Alter ist ja auch immer bloß eine Zahl. Ah, Schnullipup, du musst ja ein bisschen draufrechnen, weißt du wie? Du musst ja ein bisschen draufrechnen, ne? So. Mir ist was bekannt, dass Excel 8 Jahre jünger ist als ich. Also sagen wir mal so, die alte Thematik ist halt so ein Ding, ne? Also ich fühle mich und ich sehe aus wie schnittische, knackige 28 im Sturm. Hm. So. Ja? Und das ist ein gutes Alter. Das ist wirklich ein gutes Alter. Genau, Diplombauer. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Okay, frühmorgens ist das immer so eine Sache. Ne? Ist das immer so ein Ding, wenn man dann aus dem Bett will, wo man sich denkt, okay, mein Rollator wäre jetzt nicht schlecht. Nee, Spaß, so schlimm ist Gott sei Dank noch nicht. Ja. Aber ja, nee, stimmt. Im Prinzip, ne? Man ist immer noch so alt, wie man sich fühlt. Ja. Fühle mich wie 80. Ganz toll. Glücklich. Schnullibub. Ach, da könnte ich jetzt auch was. Ah, nee, das muss ich mir echt verkneifen, weil das ist wirklich frech. Das kann ich nicht sagen. Muss ich mir verkneifen. So. Der Club ist es angekommen, was ich meinte, oder? Zelle. Hast du verstanden? Nee. Nö, eigentlich nicht. Schade. Warte, ich muss hier mal kurz fahren. Ah, nebenbei Chat lesen und hier abbungern, ne, das ist auch so eine hohe Kunst. Das da bin ich auch 70, ja genau, bis 38. Okay, wenn es danach geht, nach dem Aufstehen, fühle ich mich wie 50 plus und bin noch nicht mal 20. So, hast du noch drinne? Ne, du bist ja eigentlich... Ich bin leer, du kannst ab. Okay, perfekt. Ja. Perfekt, so, geh mal erstmal wieder Geld verdienen, dass der Seller raushauen kann. Ja, das finde ich gut. So, 5 Bandscheibenvorfälle, da fühlt man sich sehr alt. Ja, gut, das ist halt auch nochmal so eine Sache, ne? Bandscheibenvorfall. Das ist ja. Das ist so eine Sache. Jo, Marcel, moin moin, Grüße. Servus. Oh, wir müssen mal hier unsere Garten ausleeren. Ja, warte, guck mal denn gleich. Lass mich mal machen mit ordentlichem Gefährt. Ja. So. Mach mal. Warte mal, wo fahren wir lang? Ach, wir fahren hier lang. So. Hast du die Tarzanheft gepennt? Schöne Grüße vom DAX. Alter, weil ich denke, der DAX ist schön im Nest. Ah, Tobi, was ist los? Hey, da ist unten. Ja, sehe ich doch hier. Wieso denn auf dem Tarzanheft gepennt? Hä? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt wieder los? Hä? Glaublich. So. Chat, ich weiß gar nicht. Ich habe das jetzt erkannt, herausgefunden, wie alt ich bin. Ich noch nicht. Ist krass, wie so eine Sache eigentlich Menschen beschäftigen kann. Keine freie Kapazität mehr für Wasser. Zelle. Ja, ich. Warte. Was ist, ist es angekommen? Es steht immer noch keine freie Kapazität für Wasser. Danke. Du kannst gießen. Mit dem Eimer. Stille. Siehst du, was da steht? Ja. Gut. Geht zu schnell. Ja. Dann solltest du vielleicht etwas an deiner Handhabung ändern. Ja? So. Unglaublich. Gerade mit meinem ersten und das. Stille. Keine freie Kapazität, danke. Ja, Moment. Ich mach noch 2 Beete. Immer noch keine Ahnung, was ich machen soll, Lukas. Eben wurde es interessant. Dann komme ich nicht abschalten. Ach ja, Selle? Ja, ich sag nur, Käse wird hier nicht angenommen. Das kommt bei mir nie vor. Nee, kam auch vorhin nicht wieder. Nö, ich hab nichts gesehen. Ich bin da raus. So. Wie machen wir denn das wieder voll, indem ich das hier in das Wasser stelle oder was? Was denn? Was willst du denn ins Wasser stellen? Dich? Ne, den Eimer. Versuch mal. Nella. Was ist das hier? Was wird denn das? Versuch mal dein Glück. Ach ja. Gibt's doch bestimmt einen Wasserhahn. Ja, aber ich hätte gedacht, ich kann das so einfach in den kleinen Teich reinlegen. Und na klar, nimmst du Teichwasser. Ne? Warum denn mal ein bisschen Hirn anstrengend, wenn man einfach sagt, ne, ich mach's mir einfach. Ich könnte einfach das Wasser aus dem Teich nehmen. Nee, macht man aber nicht. Warum nicht? Na, machst du es so. Im Real Life? Gehst du einfach an Deich und holst du Wasser? Ich hab keinen Deich. Natürlich gibt's bei euch einen Deich. Ja, na, aber ich hab keinen.
Stelle. Da steht was. Keine freie Kapazität für Wasser. Schon wieder. Ey, kannst, kannst du keinen anderen Weg gehen oder so? Oder kannst, oder das kannst ist, du nicht, wenn das voll ist. Naja, kannst du nicht punktuell gießen? Nee. Bis du es kapierst, Junge. Ich kann, den, genau. Ich kann nur den Eimer umdrehen und dann ist er halt umgedreht. Ja, aber mach doch schlückchenweise. Das gibt aber nicht schlückchenweise. Nicht immer Schwabberle. Mensch, das ist ein Unterschied. Ein Schlückle, verstehst du? Nicht ein Schwabberle. Aber nicht. Mensch, es ist ja Wahnsinn. Wie du es machst, mit 38 Jahren auszusehen, wie um die 30. Ach, Kehle. Aha, Kittigit. Kehle. Aber es heißt dir Kittigit, ja? Das ist der richtige, gute Wortwahl. Kehle, mach dir nichts draus. Ja? Das ist der Neid. Der blasse Neid. Von einem Lauch. Unglaublich. Unglaublich. Aber ich habe mal noch Wein gepflanzt übrigens. Ach ja, okay. Ja gut, nee, ist auch gut. Aber bei dir denkt man wirklich manchmal beim Wind, du flatterst weg. Hast du bei Sturm Probleme? Nö. Frag dadurch, mich. Dass ich so windschnittig bin, greift er mich nicht an. Da zieht er die Buffalos an mit Betonsohle. Ja. Nee, ich stell mich einfach, schräg zum Wind. Oder zieht Plateauschuhe an, dass er unten bleibt. Genau. Ach, schön. Als erstes Mal dachte ich ja schon, Selle, ne? Oh, okay, Lauch. Ja, das ist ja so. Wo wir uns das erste Mal gesehen haben, war das erste Gedanke. So. Das ist ja so. Reite ich ja auch nicht ab. Ach, nee, herrlich. Ach, bastende Welt, muss man auch sagen. Eine bastende Welt, so muss es sein. So, Selle, ich hab mal wieder für Geld gesorgt, ne? Ja, es geht gleich wieder aus, warte. Ja, es ist unglaublich. Und da sagt noch mal einer zu mir, ich schmeiße das Geld mit vollen Händen raus, ja? Mach ich nämlich gar nicht. Mal nichts zu. Mach ich jetzt. Nee, wieso? Mach ich doch gar nicht. Nee, ich erinnere mich an ein anderes Projekt. Was ist denn da? Weiß ich nicht. Jeder hat einen Traktor, nur eine Person auf dem Server hat drei Traktoren. Oh, Da hat diese Person womöglich sehr viel Maloch die ganze Zeit. Ja. Person war am meisten von allen. Richtig. Hat, denke ich mal, zu dem Projekt das, den Hirnschmalz geliefert und... Das ist so zitterdurf, Alter. Ah, schön. Ja, die Person wird doch nicht nur drei Traktoren haben. Ja. So, da kommen mindestens noch zwei dazu. So, aber dann ist wirklich Schluss. Ach komm, fünf ist eine gute Zahl. Nein. Doch. Nein. Natürlich. Alter, weißt du, was mich das interessiert, ob du dazu Nein oder Ja sagst? Ich glaube, für den Schlepper so oder so, wenn wir genug Geld haben. Wir machen einfach Abstimmung. Nee, wir machen überhaupt keine Abstimmung. Ja? So, ich sag doch dir auch nicht, du darfst dir den Schlepper nicht kaufen. Ich habe ja auch bloß einen. Ja, siehst du. Das liegt da aber an dir. Und guck mal, nee, du kaufst nur noch drei. Nee, wieso denn? Was brauchst du drei Schlepper? Nee, ich hab so gesehen zwei. So. Ja, den Ford noch. Welchen Ford? Den Ford New Holland Ding da fürs Spritzen und Düngerstreuen. Hä? Hast du den alten... Ja, ich weiß, wie du meinst, aber hast du den auf der Agrar drauf? Ja, den haben wir. Der steht mit in der Halle. Ach so, Schnickes. Ach doch, aber der ist nicht blau. Nee, der ist rot diesmal. Ja, siehst du, deswegen hat's mich gerade gewundert. Blauen hab ich nämlich gegen gefunden. Warum hast du den rot gemacht? Fiat Acri Farbe. Mit dem Windock, das machen wir nicht, ne? Das machen wir nicht. Ich kann die ja einfach verkaufen, da habe ich wenigstens was davon. Also wenn wir keinen Zwist haben, ne, aber da hängt der Haussegen schief, das sag ich dir. Dein Rappels im Kartock. Oh nee. Wir müssen wir müssen mal den Schlüssel mit anpassen. Warum denn? Naja, weil ich nur zwei Schlüssel einstecken kann. Ich hab's kann. Doch schon erhöht. Ach, das ist gut. Wie wir? Hab doch gesagt, das geht im Game. Drei. Hab doch gesagt fünf. Nein. Na doch. Machen wir nicht. Machen wir. Doch. Jetzt hab dich doch nicht so. Trau dich doch mal, Marcelle. Mensch. Mensch ist schon. Ja, das glaubst du. Das glaubst du.
Manchmal ist das auch wirklich so. Ja. Naja, man siehe YouTube, wo Selle 10 Trecker hat und so und nie auf einem drauf saß. Ja, ist halt so, ne? Ja, auf T-Com, ja, da habe ich halt andere arbeiten lassen. Ja. Da sag ich jetzt mal nichts dazu, ne? Da habe ich halt auch schöne Infos bekommen noch. Ja, bei was? In einem unserer Teammitglieder. Oh, kannst mir da alles erklären. So. Du brauchst doch für jede Arbeit einen passenden Schlepper. Pusche, genauso ist es. Camper, moin, grüß dich. Will ich dabei auch noch unterstützen, das ist Wahnsinn. Hobie! Hobie, warum? Sorry? Hä? Servus, sorry? Hä? Was passiert? Hobie. Hast du was verpasst? Was schloss? Hobie. Was passiert? So, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht warum, hä? Oh Gott. Also ich weiß, was passiert ist. Meine lieben YouTuberinos, lasst euch mich nach, ne? Tschüss. Ja. Tschüss.